Achtes Kapitel. In dem Fermeur Richard und Armand Moncharmin die Kühnheit haben, Faust in einem verwünschten Saal aufführen zu lassen, was eine Katastrophe zur Folge hat. Als die Direktorin am Samstagmorgen in ihre Arbeitszimmer kamen, fanden sie einen Doppelbrief vom PDO folgenden Inhalts vor. Sehr geehrte Direktorin, heißt das Krieg? Falls Sie noch Wert auf Frieden legen, hier sind die vier Bedingungen meines Ultimatums. Erstens, Sie geben mir meine Loge zurück und zwar fortan zu meiner freien Verfügung. Zweitens, heute Abend singt Christine Daae die Rolle der Margarete. Um Carlotta brauchen Sie sich nicht zu kümmern, sie wird krank sein. Drittens, ich bestehe auf den guten und treuesten Diensten Madame Gerys, meiner Logenschließerin, die Sie sofort wieder anstellen werden. Viertens, teilen Sie mir in einem Brief mit, den Sie Madame Gerys übergeben, dass Sie die Klauseln des Pachtvertrags, die sich auf mein Monatsgeld beziehen, wie Ihre Vorgänger anerkennen. Ich lasse Sie noch wissen, wie Sie mir diesen Betrag überweisen sollen. Gehen Sie nicht darauf ein, so werden Sie heute Abend Faust in einem verwünschten Saal aufführen lassen. Wer Ohren hat zu hören, das höre. P.D.O. Der Kerl geht mir auf die Nerven! Brüllte Richard, ballte die Fäuste und ließ sie donnernd auf seinen Schreibtisch niedersausen. Indessen trat Mercier, der Verwalter, ein. »Lachenal möchte einen der Herren sprechen«, sagte er. »Es scheint sich um etwas Dringendes zu handeln, denn der alte Mann ist außer sich.« »Wer ist denn dieser Lachenal?« fragte Richard. »Er ist Ihr Oberstallmeister.« »Was? Mein Oberstallmeister?« »Ja doch, Monsieur«, erklärte Mercier. Es gibt mehrere Stallmeister an der Oper, die alle Monsieur Lachenal unterstehen. Und was macht dieser Stallmeister? Er leitet die Stallungen. Was für Stallungen? Ihre natürlich, Monsieur, die Stallungen der Oper. Hat die Oper Stallungen? Mein Gott, davon wusste ich gar nichts. Wo sind die denn? Im Unterbau zur Rotunde hin. Das ist ein wichtiger Dienst. Wir haben 12 Pferde. 12 Pferde? Zum Teufel, wozu denn? Für die Aufzüge in die Jüdin, der Prophet und so weiter braucht man doch dressierte Pferde, die sich auf den Brettern heimisch fühlen. Die Stallmeister müssen sie darauf abrichten. Monsieur Lachenal ist sehr geschickt darin. Früher war er Oberstallmeister bei Franconi. Na schön. Aber was will er denn von mir? Das weiß ich nicht. Ich habe ihn noch nie so erregt gesehen. Lassen Sie ihn hereinkommen. Lachenal trat ein, er hatte eine Reitpeitsche in der Hand und schlug damit nervös gegen einen seiner Stiefel. »Guten Tag, Monsieur Lachenal«, sagte Richard. »Was verschafft mir die Ehre Ihres Besuchs?« »Herr Direktor, ich möchte Sie bitten, den ganzen Stall an die Luft zu setzen.« »Was? Wir sollen unsere Pferde an die Luft setzen?« »Aber nein doch, nicht die Pferde, sondern die Stallknechte.« »Wie viele Stallknechte haben Sie, Monsieur Lachenal?« 6. 6 Knechte! Das sind mindestens 2 zu viel. Es handelt sich dabei um Pöstchen, schaltete sich Mercier ein, die das Sekretariat des Kultusministeriums geschaffen und uns aufgezwungen hat. Günstlinge der Regierung bekleiden sie und mit Verlaub. Ich schere mich einen Dreck um die Regierung, schrie Richard. Wir haben höchstens 4 Stallknechte für 12 Pferde nötig. 11, verbesserte ihn der Oberstallmeister. 12, wiederholte Richard. 11, wiederholte Lachenal. Wieso? Der Verwalter hat mir doch gesagt, dass Sie 12 Pferde hätten. Ich hatte 12, aber jetzt habe ich nur noch 11, denn Cäsar wurde uns gestohlen. Wie denn? Ach, das weiß ich nicht. Das weiß niemand. Deshalb möchte ich Sie ja bitten, den ganzen Stall an die Luft zu setzen. Was sagen Ihre Stallknechte dazu? Reinen Unsinn. Die einen bezichtigen die Figuranten, die anderen behaupten, der Concierge von der Verwaltung sei es gewesen. Der Concierge von der Verwaltung? Für den lege ich die Hand ins Feuer, sagte Mercier empört. Aber Herr Oberstallmeister, rief Richard, Sie müssen doch einen Verdacht haben. Nun ja, ich habe auch einen, erklärte plötzlich Lachenal, und ich will Ihnen anvertrauen, welchen. Für mich besteht gar kein Zweifel. Der Oberstallmeister trat zu den Direktoren und flüsterte ihnen ins Ohr. »Das Phantom hat es getan!« Richard brauste auf. »Was, auch Sie?« »Wieso auch ich? Es gibt doch nichts Natürlicheres!« »Wie das, Monsieur Lachenal! Wie das, Herr Oberstallmeister!«
Das ist meine Meinung nach dem, was ich gesehen habe. Was haben Sie denn gesehen, Monsieur Lachenal? Ich habe so deutlich, wie ich sie sehe, einen schwarzen Schatten gesehen, der auf einen Schimmel stieg, und dieser Schimmel glich unserem Cäsar aufs Haar. Sind Sie denn nicht diesem Schimmel und diesem schwarzen Schatten nachgerannt? Natürlich bin ich ihnen nachgerannt und habe sie angerufen, Herr Direktor, aber sie flohen unheimlich schnell und verschwanden im Dunkel der Galerie. Richard erhob sich. Es ist gut, Monsieur Lachenal, Sie können gehen. Wir werden eine Klage gegen das Phantom einreichen. Und meinen Stall an die Luft setzen? Selbstverständlich. Auf Wiedersehen, Monsieur. Lachenal verabschiedete sich und ging. Richard schäumte vor Wut. Schmeißen Sie diesen Trottel raus. Er ist ein Freund des Regierungsvertreters, wagte Mercier einzuwenden. Und trinkt seinen Aperitif mit La Graine, Scholl und Petitier, dem Löwenjäger bei Tortini, fügt Moncharmin hinzu. Damit hetzen wir uns die ganze Presse auf den Hals. Er wird die Geschichte von dem Phantom erzählen und dann lachen alle auf unsere Kosten. Wenn wir uns lächerlich machen, sind wir erledigt. Also gut, reden wir nicht mehr davon, lenkte Richard ein, der schon an etwas anderes dachte. In diesem Augenblick öffnete sich die Tür, die zweifellos nicht wie sonst von ihrem Cerberus bewacht wurde, denn Madame Giry stürzte unangemeldet herein, schwenkte einen Brief und sprudelte hervor. »Verzeihen Sie, Messieurs, aber ich habe heute Morgen einen Brief von dem Phantom der Oper bekommen. Darin schreibt es mir, dass ich bei Ihnen vorsprechen soll, weil Sie mir höchstwahrscheinlich was zu sagen hätten und...« Sie beendete ihren Satz nicht. Sie sah Firmin Richards Gesicht und das bot einen fürchterlichen Anblick. Der ehrwürdige Direktor platzte vor Wut. Sein innerer Zorn äußerte sich bisher nur durch seinen hochroten Kopf und seine funkelnden Augen. Er blieb stumm. Es verschlug ihm die Sprache, aber plötzlich setzte er sich in Bewegung. Erst packte seine linke Hand Madame Giry's possierliche Gestalt und wirbelte sie unversehens in einer so raschen Pirouette um 180 Grad herum, dass sie entsetzt aufschrie, dann drückte der rechte Fuß desselben ehrwürdigen Direktor seinen Stempel ihrem schwarzen Taftrock auf, der an dieser Stelle bestimmt noch nie auf diese Art beleidigt worden war. Das alles geschah so schnell, dass Madame Giry, als sie sich auf der Galerie wiederfand, noch ganz benommen davon war und es gar nicht richtig begreifen konnte. Plötzlich drang es aber zu ihr durch und die Oper widerhallte von ihrem empörten Schreien, heftigen Protesten und Mordandrohungen. Drei Diener waren nötig, um sie in den Hof der Verwaltung zu befördern, und zwei Polizisten, um sie auf die Straße zu schleppen. Etwa zur selben Stunde klingelte die Carlotta, die einen kleinen Stadtpalast in der Rue Faubourg Saint-Honoré bewohnte, ihrer Kammerzofe und ließ sich von ihr die Morgenpost bringen. Darunter befand sich ein anonymer Brief, in dem es hieß: »Falls Sie heute Abend singen, befürchte ich, dass Ihnen beim Singen ein großes Unglück zustoßen wird. Ein Unglück schlimmer als der Tod.« Diese Drohung war mit roter Tinte in krakeliger und abgehackter Handschrift gekritzelt worden. Nachdem die Carlotta den Brief gelesen hatte, verging ihr der Appetit aufs Frühstück. Sie schob das Tablett zurück, auf dem die Zofe ihr dampfenden Kakao servierte. Sie setzte sich hin und dachte angestrengt nach. Sie hatte schon mehrere Briefe dieser Art erhalten, aber bisher hatte noch keiner so drohend geklungen. Sie glaubte damals, 1000 Eifersüchteleien ausgesetzt zu sein und erzählte herum, ein unbekannter Feind habe geschworen, sie zugrunde zu richten. Sie behauptete, er zettele irgendein boshaftes Komplott gegen sie an, eine Kabale, die demnächst zum Ausbruch kommen werde, aber sie sei keine Frau, die sich einschüchtern lasse, fügte sie hinzu. Wenn von einer Kabale überhaupt die Rede sein konnte, so integrierte die Carlotta selbst gegen die arme Christine, die nichts Böses ahnte. Die Carlotta konnte es Christine einfach nicht verzeihen, dass sie, als sie für die Carlotta eingesprungen war, Triumphe gefeiert hatte. Als Carlotta von dem enormen Erfolg ihrer Vertreterin hörte, fühlte sie sich sofort von einer beginnenden Bronchitis und von ihrem Krach mit der Verwaltung geheilt und verspürte nicht mehr die geringste Neigung, ihren Vertrag zu kündigen. Seitdem setzte sie alles daran, ihre Rivalin an die Wand zu spielen, indem sie mächtige Freunde dazu bewog, ihren Einfluss bei den Direktoren geltend zu machen, damit Christine keine Gelegenheit zu einem neuen Triumph bekomme. Manche Zeitungen, die erst Christines Talent gerühmt hatten, beschäftigten sich jetzt nur noch mit Carlottas Ruhm. In der Oper selbst beleidigte die berühmte Diva Christine, wo sie nur konnte, und quälte sie nach Strich und Faden.
Die Carlotta besaß weder Herz noch Seele, sie war nur ein Instrument, freilich ein herrliches Instrument. Ihr Repertoire umfasste alles, was eine ehrgeizige große Sängerin reizen kann, sowohl bei den deutschen als auch bei den italienischen und französischen Meistern. Bisher hatte die Carlotta noch nie falsch gesungen und mit ihrem Klangvolumen die schwierigsten Passagen ihrer unzähligen Partien mühelos gemeistert. Sie war kurzum ein weitgespanntes, gewaltiges und zu Recht bewundertes Instrument. Aber niemand hätte das zu Carlotta sagen können, was Rossini zu der Kraus sagte, nachdem sie ihm auf Deutsch »Sombre Forêt« vorgesungen hatte. »Sie singen mit ihrer Seele, mein Kind, und ihre Seele ist schön.« Wo war deine Seele, Carlotta, als du in den Kneipen von Barcelona getanzt hast? Wo war sie, als du später in Paris auf jämmerlichen Varietébühnen deine zynisch geilen Couplets zum Besten gegeben hast? Wo, als du bei einem deiner Liebhaber vor den versammelten Musikprofessoren dieses willige Instrument hast erklingen lassen, dessen Wunder darin bestand, dass es mit derselben unbeteiligten Vollkommenheit die höchste Liebe und das niedrigste Laster besang? Ach, Carlotta, wenn du je eine Seele gehabt und sie dann verloren hättest, so hättest du sie wiedergefunden, als du Juliette wurdest, als du Elvira, Ophelia oder die Margarete warst. Denn für andere dauerte der Aufstieg aus dem tiefsten Elend noch länger als für dich, aber die Kunst hat sie mit Hilfe der Liebe geläutert. Wenn ich an all die Gemeinheiten, all die Gehässigkeiten denke, die Christine der je durch die Carlotta erleiden musste, kann ich meinen Zorn nicht unterdrücken, und es erstaunt mich nicht, dass meine Empörung sich durch zugespitzte Bemerkungen über die Kunst im Allgemeinen und über die des Gesangs im Besonderen Luft macht, bei denen Carlottas Bewunderer bestimmt nicht auf ihre Kosten kommen. Nachdem die Carlotta ihre Überlegungen über den anonymen Drohbrief beendet hatte, stand sie auf. »Wir werden sehen«, sagte sie und stieß ein paar kräftige spanische Flüche aus. Als sie die Nase aus dem Fenster streckte, erblickte sie als erstes einen Leichenwagen. Leichenwagen und Drohungsbriefe überzeugten sie davon, dass sie heute Abend in größter Gefahr schweben werde. Sie versammelte ihre Freunde und Freundesfreunde um sich, sagte ihnen, dass Christine Daae heute Abend während der Vorstellung einen Anschlag auf sie plane und erklärte, man müsse der Kleinen einen Strich durch die Rechnung machen, indem man den Saal mit ihren Carlottas Bewunderern fülle. Es ließe sie doch keiner im Stich. Sie zähle auf alle, sie sollten sich bereithalten und die Störenfriede zum Schweigen bringen, wenn diese, wie sie fürchte, skandalieren würden. Richards Privatsekretär kam, um sich nach der Gesundheit der Diva zu erkundigen und kehrte mit der Versicherung zurück, dass es ihr blendend gehe und sie heute Abend sogar, wenn sie im Sterben läge, die Rolle der Margarete singen werde. Da der Sekretär im Namen seines Chefs der Diva empfohlen hatte, größte Vorsicht walten zu lassen, nicht auszugehen und sich vor Zugluft zu hüten, konnte die Carlotta, nachdem er gegangen war, nicht umhin, diese ungewöhnlichen und unerwarteten Ratschläge mit den in dem Brief enthaltenen Drohungen in Verbindung zu bringen. Um 5 Uhr bekam sie einen zweiten anonymen Brief in derselben Handschrift wie der erste, einen kurzen, in dem nur stand: »Sie sind erkältet. Wenn Sie vernünftig sind, sehen Sie ein, wie töricht es wäre, heute Abend singen zu wollen.« Die Carlotta lachte verächtlich, zuckte die Schultern, die herrlich waren, und trillerte 2 oder 3 Töne, die sie völlig beruhigten. Ihre Freunde hielten treu ihr Versprechen, alle fanden sich abends in der Oper ein, aber sie suchten vergeblich in ihrer Umgebung jene grimmigen Verschwörer, die sie bekämpfen sollten. Abgesehen von einigen braven Spießbürgern, deren Gesichter den Vorsatz widerspiegelten, wieder einmal Musik zu hören, die sich schon längst ihre Billigung erfreute, war sonst nur das Stammpublikum zugegen, dessen elegantes, friedliches und korrektes Gehaben eine Manifestation undenkbar machte. Ungewöhnlich war nur Richards und Moncharmins Anwesenheit in Loge Nummer 5. Carlottas Freunde nahmen an, dass wohl auch die Direktorin Wind von dem geplanten Skandal bekommen hatten und sich deshalb verpflichtet fühlten, im Saal zu sein, um diesen zu unterbinden, sobald er ausbrach. Dabei handelte es sich, wie wir wissen, um einen Irrtum, denn Richard und Moncharmin hatten nur ihr Phantom im Kopf. »Nichts! Umsonst befrage ich der lichten Sternechor, dem Sinn ist stumm das Weltenall, und keine Stimme flüstert in mein Ohr des Trostes sanften Schall.« Kaum hatte der berühmte Bariton Carolus Fonta Dr. Fausts erste Anführung der Höllenmächte vorgebracht, als auch schon Firmin Richard, der auf dem Fauteuil des Phantoms saß, dem Fauteuil in der ersten Reihe ganz rechts, sich glänzend gelaunt zu seinem Teilhaber beugte und sagte: »Hat dir schon eine Stimme was ins Ohr geflüstert?« »Immer mit der Ruhe, sei nicht so ungeduldig«, antwortete Armand Moncharmin gleichfalls scherzend. »Die Vorstellung hat ja gerade erst angefangen, und wie du weißt, kommt das Phantom erst in der Mitte des ersten Akts.« Der erste Akt verlief ohne Zwischenfälle, was Carlottas Freunde nicht weiter verwunderte, denn in diesem Akt singt die Margarete nicht. Als der Vorhang fiel, schauten sich die beiden Direktoren lächelnd an. »Das wäre das«, sagte Moncharmin. »Ja, das Phantom hat sich verspätet«, erklärte Firmin Richard. Moncharmin fuhr spöttisch fort: »Eigentlich ist der Saal dafür, dass er verwünscht ist, nicht schlecht besetzt.«
Richard ließ sich zu einem Lächeln herab. Er zeigte seinem Kompagnon eine ziemlich ordinäre, üppige, schwarz gekleidete Frau, die in der Saalmitte zwischen zwei schäbig aussehenden Männern in Alltagsgehröcken saß. »Wer sind denn die Leute dort?« fragte Marchamin. »Diese Leute sind meine Concierge, ihr Bruder und ihr Mann.« »Hast du denen etwa Freikarten gegeben?« »Natürlich. Meine Concierge war noch nie in der Oper. Heute ist sie zum ersten Mal da. Und weil sie fortan jeden Abend herkommen soll, wollte ich ihr einen guten Platz geben, ehe sie nur noch anderen die Plätze anweist.« Marchamin bat Richard, sich genauer auszudrücken, und Richard erklärte ihm, dass er sich entschlossen habe, seiner Concierge, der er völlig vertraue, vorläufig Madame Giry Stelle zu geben. »Weißt du übrigens«, sagte Marchamin, »dass Mama Giry dich verklagen will?« »Bei wem? Beim Phantom?« Marchamin hatte das Phantom fast vergessen. Das geheimnisvolle Wesen unternahm also nichts, um sich bei den Direktoren in Erinnerung zu bringen. Plötzlich riss der bestürzte Regisseur die Tür ihrer Loge auf. »Was ist denn los?« fragten beide verblüfft darüber, dass er ausgerechnet in diesem Augenblick erschien. »Christine Daillés Freunde schmieden ein Komplott gegen die Carlotta«, antwortete der Regisseur. »Und die ist darüber außer sich. Was soll das schon wieder heißen?« fragte Richard und runzelte die Stirn. Aber da hob sich der Vorhang vor der Kirmesszene und der Direktor gab dem Regisseur einen Wink zu gehen. Nachdem der Regisseur verschwunden war, beugte sich Marchamin zu Richard und flüsterte ihm ins Ohr. »Demnach hat die Daillé doch Freunde?« »Ja«, antwortete Richard. »Wen denn?« Richard zeigte auf eine erste Rangloge, in der nur zwei Herren saßen. »Graf de Chagny?« »Ja, er hat mir so warm empfohlen, dass ich, wenn ich nicht wüsste, dass er ein Freund der Sorelie ist...« »So, so«, murmelte Marchamin. »Und wer ist der blasse junge Mann neben ihm?« »Sein Bruder, der Vicomte.« »Er sollte sich lieber ins Bett legen, er sieht krank aus.« Die Bühne widerhallte von frohem Gesang, von in Musik gesetzten Rausch, von Triumph des Bechers. »Wein und Bier, und Bier und Wein, munden mir, darum schenkt ein!« Studenten, Bürger, Soldaten, junge Mädchen und Matronen wirbelten übermütig von der Herberge mit dem Schilde zum Gott Bacchus herum. Sibyl trat auf. Christine wirkte bezaubernd in Männerkleidung. Ihre frische Jugendlichkeit, ihre melancholische Anmut bestrickten auf den ersten Blick. Sogleich bildeten sich Carlottas Anhänger ein. Die Freunde der Daillé würden sie mit einer Ovation begrüßen, aus der sie wiederum deren Absichten ersehen könnten. Eine Ovation, die übrigens ungeschickt und taktlos gewesen wäre. Aber die Ovation blieb aus. Im Gegenteil, nachdem Margarete ihre einzigen beiden Zeilen im ganzen zweiten Akt gesungen hatte. »Nein, mein Herr, denn ich bin weder Fräulein noch schön, darum bitt ich, o lasst mich, kann unbegleitet nach Hause gehen.« Und die Bühne überquerte, wurde die Carlotta mit tosendem Beifall überschüttet, was so unvorhergesehen und ungereimt war, dass die Uneingeweihten sich fragend anschauten. Aber der zweite Akt endete ohne weitere Zwischenfälle. Da sagten sich alle, es geht offenbar erst im nächsten Akt los. Einige angeblich Unterrichtete behaupteten, der Krawall beginne beim Lied vom König von Thule und eilten zum Eingang der Abonnenten, um die Carlotta zu warnen. In der Pause verließen die Direktoren die Loge, um sich nach dem Komplott zu erkundigen, das der Regisseur erwähnt hatte, gingen aber bald wieder achselzuckend zurück zu ihren Plätzen und hielten die ganze Sache für Unsinn. Bei ihrer Rückkehr erblickten sie als erstes eine Schachtel Pralinen auf der Logenbrüstung. Wer hatte sie dorthin gestellt? Sie fragten die Logenschließerin danach, aber niemand konnte ihnen Auskunft geben. Als sie sich wieder zur Logenbrüstung umwandten, entdeckten sie neben der Schachtel Pralinen ein Opernglas. Sie blickten sich an, ihnen war nicht mehr zum Lachen zumute. Alles fiel ihnen wieder ein, was Madame Giry erzählt hatte, und außerdem verspürten sie einen seltsamen Luftzug. Sie setzten sich stumm und tief beeindruckt hin. Die Bühne zeigte Margaretens Garten. »Blümlein Traut, sprecht für mich, recht inniglich!« »Liebesgruß zu ihr traget!« Als Christine neben den Rosen- und Fliedernbusch ihre ersten drei Zeilen sang und den Kopf hob, erblickte sie den Vicomte de Chagny in seiner Loge und von da an klang ihre Stimme weniger sicher, rein und kristallklar wie sonst. Irgendetwas dämpfte, beschwerte ihren Gesang, als schwänge ein angstvoller Unterton mit. »Merkwürdiges Mädchen«, sagte ein Freund Carlottas laut auf einem Orchestersitz. »Neulich Abend war sie göttlich und heute Abend zittert ihre Stimme. Keine Erfahrung, keine Schulung!« »Bist so schön, schmeichelnd, saget.
Der Vicomte vergrub sein Gesicht in den Händen. Er weinte. Hinter ihm kaute der Graf ungehalten an seiner Schnurrbartspitze, zuckte die Achseln und runzelte die Stirn. Er, der sich sonst so korrekt und kühl benahm, musste sehr wütend sein, wenn er seine inneren Gefühle so deutlich zeigte. Und er war es auch. Er hatte mit angesehen, wie sein Bruder in besorgniserregendem Gesundheitszustand von jener rätselhaften Blitzreise zurückkam, da Raouls Erklärungen ihn nicht zu beruhigen vermochten und er wissen wollte, woran er war, hatte er Christine Daillé um eine Unterredung gebeten. Aber sie hatte die Unverschämtheit, ihm zu antworten, dass sie weder ihn noch seinen Bruder empfangen könne. Er hielt das für gemeine Berechnung. Er verzieh Christine nicht, dass sie Raoul leiden ließ, aber vor allem verzieh er Raoul nicht, dass er Christine wegen litt. Ach, er hatte Unrecht, sich auch nur eine Sekunde lang für diese Kleine zu dressieren, deren Triumph eines Abends allen unverständlich blieb. Hauchet leis ihr entgegen, holde lass dich bewegen. Scher dich zum Teufel, kleines Luder, brummte der Graf, und er fragte sich, was sie wollte, was sie denn erhoffen konnte. Sie war unberührt, es hieß, dass sie keinen Freund, keinen Beschützer habe. Dieser Engel aus dem Norden musste sehr gerissen sein. Raoul, der seine Kindertränen hinter den Händen verbarg, wie hinter einem Vorhang, dachte nur an den Brief, den er bei seiner Rückkehr nach Paris vorgefunden hatte, wohin Christine ihm heimlich wie eine Diebin von Perros vorausgeeilt war. »Mein lieber Jugendfreund, Sie müssen die Kraft aufbringen, mich nicht mehr zu sehen, nicht mehr mit mir zu sprechen. Wenn Sie mich ein wenig lieben, so tun Sie das für mich, die ich Sie nie vergessen werde, mein lieber Raoul. Dringen Sie vor allem nie mehr in meine Garderobe ein. Es geht um mein Leben, es geht um Ihr Leben. Ihre kleine Christine.« Donnernder Applaus. Die Carlotta trat auf, die Szene im Garten rollte wie üblich ab. Nachdem Margarete das Lied vom König von Thule gesungen hatte, wurde sie beklatscht, auch noch nach der Juwelenarie. »Ha, welch ein Glück, mich zu sehen, mich hier so prächtig und schön!« Da sie nun ihrer selbst, ihrer Freunde im Saal, ihrer Stimme und ihres Erfolges sicher war und nichts mehr fürchtete, gab sich die Carlotta jetzt feurig, begeistert, berauscht, ganz hin. Sie legte alle Hemmungen, jede Scham ab. Sie war nicht mehr Margarete, sondern Carmen. Der Beifall schwoll an und ihr Duett mit Faust schien ein neuer Triumph für sie zu werden, als plötzlich etwas Entsetzliches geschah. Faust kniete vor ihr. »Lass mich dein holdes Antlitz schauen, o Trau der Liebe Macht! Lass Seel in Seel sich drängen, hab Vertrauen in stiller Mondesnacht.« Und Margarete erwiderte, »Süße Lust, Ingelust, fühl ich sanft sich regen, Wonne füllt meine Brust, seine Worte mich tief bewegen, ich fühl es lieb.« In diesem Augenblick, ausgerechnet in diesem Augenblick, geschah, wie gesagt, etwas Entsetzliches. Der ganze Saal springt wie ein Mann auf. In ihrer Loge können die beiden Direktoren einen Schreckensschrei nicht unterdrücken. Die Zuschauer sehen sich an, und bei den anderen eine Erklärung für dieses unerwartete Phänomen zu finden. Carlottas Gesicht ist von fürchterlichem Schmerz gezeichnet, in ihren Augen spiegelt sich der Wahnsinn. Die arme Frau reckt den Hals, ihr Mund steht noch. Lieb, offen, aber das, bewusst, bleibt stecken, und er wagt kein Wort, keinen Ton mehr zu singen. Denn aus diesem zum Wohlklang geschaffenen Mund, aus diesem bisher nie versangenen Instrument, aus diesem herrlichen Organ, aus dieser Quelle der schönsten Töne, schwierigsten Akkorde, sanftesten Modulationen, feurigsten Rhythmen, aus diesem sublimen menschlichen Mechanismus, dem zur Göttlichkeit nur der Himmelsfunke fehlt, der allein die Seelen entzündet und erhebt. Aus diesem Mund schlüpft eine Kröte. Oh, eine abscheuliche, grässliche, warzige, schleimige, geifernde, giftige, quakende Kröte. Wo kam sie her? Wieso hockte sie auf der Zunge? Sie hatte die Schenkel gespannt und unversehens einen möglichst hohen und weiten Satz aus dem Kehlkopf machen zu können. Quak! 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 Oh, dieses scheußliche Gequake! Natürlich ist hier nur von einer sinnbildlichen Kröte die Rede. Man sah sie nicht, aber beim Satan, man hörte sie deutlich. Quak! Der Saal fühlte sich wie mit Schmutz bespritzt, kein Froschwesen hatte je am Rande eines Sumpfes die Stille der Nacht mit einem entsetzlicheren Gequake zerrissen. Natürlich kam es für jeden völlig überraschend, die Carlotta traute immer noch nicht ihrer Kehle oder ihren Ohren. Wenn der Blitz vor ihr eingeschlagen hätte, wäre sie darüber nicht so erschrocken wie über diese quakende Kröte aus ihrem Munde. Und er hätte sie nicht entehrt, dagegen entehrt eine auf der Zunge hockende Kröte eine Sängerin immer. Manche traf dabei der Schlag. »Mein Gott, war es möglich?« Sie sang mir, ich fühl es lieb, so ruhig und so mühelos, als sagte sie,
Guten Tag, Madame, wie geht es Ihnen? Es lässt sich nicht leugnen, dass es anmaßende Sängerinnen gibt, die ihre Grenzen nicht kennen und ihren Ehrgeiz mit der schwachen Stimme, die ihnen der Himmel mitgegeben hat, außerordentliche Effekte erzielen und Töne hervorbringen wollen, die ihnen von Natur aus versagt sind. Dann straft sie der Himmel, indem er ihnen, ohne dass sie es wissen, eine Kröte in den Mund setzt. Eine quakende Kröte, das weiß jeder, aber niemand konnte behaupten, dass die Carlotta, deren Stimme gut 2 Oktaven umfasste, auch noch eine Kröte darin habe. Jeder erinnerte sich an ihr schmetterndes Contra-F, ihre unerhörten Staccati in der Zauberflöte, an ihre Elvira in Don Giovanni, als sie eines Abends ihren größten Triumph feierte, indem sie das B sang, das nicht einmal ihrer Kollegin Donna Anna gelang, was bedeute, also dieses Gequake am Ende dieses ruhigen, friedlichen »Ich fühl es lieb«. Das war unnatürlich, dahinter steckte Hexerei. Mit dieser Kröte stimmte etwas nicht, arme, elende, verzweifelte, niedergeschmetterte Carlotta. Der Tumult im Saal wuchs, wäre einer anderen als Carlotta dieses Missgeschick passiert, so hätte man sie ausgepfiffen, aber da man wusste, was für ein vollkommenes Instrument sie war, zeigte man sich ihr gegenüber nicht so erbost, sondern bestürzt und entsetzt. So müssen die Leute auf die Katastrophe reagiert haben, bei der die Venus von Milu ihre Arme verlor. Sie konnte den Schlag fallen sehen und es begreifen. Doch diese Kröte blieb unbegreiflich. So unbegreiflich, dass die Carlotta sich nach einigen Sekunden fragte, ob sie tatsächlich diesen Ton aus ihrem Munde gehört habe. War es ein Ton, konnte man diesen Laut so nennen? Ein Ton ist noch Musik, und sie wollte sich einreden, dass dieses Höllengeräusch nie erklungen sei, dass nicht ihre Stimme sie verraten, sondern ihr Ohr sie nur getäuscht habe. Hilfesuchend schaute sie sich nach einem Halt, ja, nach einem spontanen Freispruch für ihre Stimme um. Ihre Finger klammerten sich schützend und empört um ihren Hals. Nein, nein, dieses Gequake kam nicht aus ihr. Und Carolus Fonta, der sie mit einem Ausdruck kindlicher Verblüffung ansah, schien ihre Meinung zu teilen. Schließlich war er nicht von ihrer Seite gewichen. Vielleicht konnte er ihr sagen, wie so etwas möglich war. Nein, er konnte es nicht. Seine Augen starrten gebannt auf Carlottas Mund wie Kinderaugen auf den unerschöpflichen Hut eines Zauberkünstlers. Wie konnte nur in einem so kleinen Mund ein so großes Gequake stecken? All das, was ich ausführlich geschildert habe, Kröte, Gequake, Aufregung, Schreckensrufe im Saal, durcheinander auf der Bühne und hinter den Kulissen, aus denen einige Komparsen die Köpfe steckten, spielte sich in wenigen Sekunden ab. In wenigen fürchterlichen Sekunden, die vor allem den beiden Direktoren in Loge Nummer 5 endlos vorkamen. Moncharmin und Richard waren leichenblass geworden. Dieser unerhörte und unerklärliche Vorfall ängstigte sie umso mehr, als sie seit kurzem selber unter dem rätselhaften Einfluss des Phantoms standen. Sie spürten seinen Atem, der ein paar Haare Moncharmins zu Berge stehen ließ. Richard wischte sich mit dem Taschentuch den Schweiß von der Stirn. Ja, es war da. Bei ihnen, hinter ihnen, neben ihnen. Sie fühlten es, ohne es zu sehen. Sie hörten seinen Atem, ganz nahe. Man weiß, ob jemand da ist. Jetzt wussten sie es. Sie waren in der Loge zu dritt. Sie zitterten. Sie wollten fliehen. Sie wagten es nicht. Sie wagten sich nicht zu rühren, kein Wort zu wechseln, aus dem das Phantom hätte ersehen können, dass sie es in der Nähe wussten. Was würde geschehen? Was würde eintreten? Das Gequake, ihr Doppelschrei des Entsetzten übertönte den Lärm im Saal. Sie fühlten sich den Schlägen des Phantoms ausgesetzt. Sie beugten sich aus der Loge und stierten die Carlotta wie eine Fremde an. Diese Tochter der Hölle hatte durch ihre Gequake das Signal zu irgendeiner Katastrophe gegeben. Sie warteten auf die Katastrophe. Das Phantom hatte sie ihnen versprochen. Der Saal war verwünscht. Ihre direktionale Doppelbrust keuchte unter der Last der Katastrophe. Man hörte Richards erstickte Stimme, die der Carlotta zurief, »Singen Sie doch weiter!« Nein, die Carlotta sang nicht weiter. Sie fing zwar wieder die fatale Strophe an, an deren Ende die Kröte erschienen war. Eine beängstigende Stille folgte dem Lärm, nur Carlottas Stimme erfüllte von Neuem das Haus. »Seine Worte mich tief bewegten!« Auch ihre Worte bewegten den Saal tief. »Ich quak, fühle es, quak, lieb, quak, quak!« Auch die Kröte hatte wieder angefangen. Das Publikum schlug einen Heidenkrach, die beiden Direktoren waren auf ihre Fauteuils zurückgesunken und wagten sich nicht einmal umzudrehen. Es fehlte ihnen die Kraft dazu, das Phantom lachte ihnen in den Nacken. Schließlich hörten sie in ihrem rechten Ohr deutlich seine Stimme, die unmögliche Stimme, die mundlose Stimme, die sagte, »Heute Abend hält nicht einmal der Lüster ihren Gesang aus.« Beide blickten gleichzeitig zur Decke und stießen einen entsetzten Schrei aus. Der Lüster, der riesige Lüster, löste sich bei den Worten der teuflischen Stimme von seinem Haken, kam von der Höhe des Saals herunter und landete klirrend in der Mitte der Orchestersitze.
Eine Panik entstand und jeder versuchte, sich zu retten. Ich möchte diese historische Stunde hier nicht in allen Einzelheiten heraufbeschwören. Neugierige brauchen nur die damaligen Zeitungen aufzuschlagen. Es gab zahlreiche Verletzte und eine Tote. Der Lister zerschmetterte der Unglücklichen den Kopf, die an jenem Abend zum ersten Mal in ihrem Leben in der Oper war und die Richard zur Vertreterin von Madame Giry, der Logenschließerin des Phantoms, ausersehen hatte. Sie war auf der Stelle tot und am nächsten Tag lautete die Schlagzeile einer Zeitung: 200.000 Kilo auf dem Kopf einer Concierge. Das war der einzige Nachruf.